Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. In den letzten Videos haben wir schon angefangen, über Covered Calls zu sprechen und heute gehen wir ein bisschen mehr in das Thema rein, nämlich wir gehen mal der Frage nach, wer handelt eigentlich Covered Calls und wann handelt jemand Covered Calls? Covered Calls, nochmal zu Beginn ganz kurz zusammengefasst, heißt ja im Grunde genommen nichts anderes, als dass man Aktien kauft, am besten immer 100 Stück, weil die meisten Optionen beziehen sich nun einmal auf 100 Aktien und dann einen Call darauf, der darüber liegt. In der Regel wird man einen Out-of-the-Money-Call verkaufen, wobei das nicht zwingend ist. Wir werden in späteren Videos auch noch darauf eingehen, dass man durchaus auch At-the-Money oder sogar In-the-Money-Calls verkaufen kann. Wann funktioniert diese Strategie nun eigentlich am besten? Wir wissen, dass das Risiko bei einem Covered Call nicht am oben liegenden Call ist, sondern in der Aktie selbst. Das heißt, wenn die Aktie fällt, werden wir mit dieser Aktie Geld verlieren. Und deswegen ist das Risiko natürlich immer dann gegeben, wenn die Aktien fallen. Wir wissen natürlich auch, dass die Masse der Aktien mit dem Gesamtmarkt läuft. Das heißt also, ist der Gesamtmarkt, der S&P, der DAX, der Dow Jones, laufen die nach oben, dann wird auch die Masse der Aktien nach oben laufen. Und fallen die Gesamtmärkte, also fällt der DAX, fällt der S&P, dann wird auch die Masse der Aktien fallen. Wir können uns das hier mal in einem Chart anschauen und da sehen wir also gekennzeichnet, in den Phasen, die hier gelb gekennzeichnet sind, dass das wahrscheinlich keine so gute Zeit wäre, um Covered Calls zu machen. Stimmt das? Nun ja, es stimmt, wenn wir von einem Trader ausgehen, der Covered Calls als trading-orientierte Strategie herannimmt. Denn wenn wir als Trader Covered Calls handeln, dann wollen wir das Ganze tun in einem Umfeld insgesamt steigender Preise. Warum? Wenn die Märkte fallen, dann ist es ganz einfach so, dass die Verluste der Aktien größer wären als die Prämieneinnahmen, die wir durch den Verkauf der Calls erzielen. Das heißt also, in einem Umfeld fallender Preise würden wir wahrscheinlich keine Gewinne erzielen. Und deswegen ist es für einen Trader ganz, ganz wichtig, dass wenn er Covered Calls als Strategie einsetzen will, dass er das nicht permanent macht, sondern dass er das ausschließlich dann macht, wenn die Märkte steigen. Wie können wir jetzt aber für uns ein relativ einfaches Filtersystem entwickeln, dass wir wissen, lohnt es sich denn jetzt als Trader Covered Calls zu machen oder lohnt es sich nicht? Ich bin ein großer Fan des sogenannten KISS-Prinzip. KISS, genauso wie das Wort Kuss geschrieben, bedeutet aber etwas anderes, nämlich Keep it simple, stupid, auf gut Deutsch, mach es dir so einfach wie möglich. Und ich für mich habe herausgefunden, dass eine sehr, sehr simple und einfache Methode, um festzustellen, steigt der Markt oder fällt der Markt, natürlich ist, wenn man einfach sagt, ich nehme gleitende Durchschnitte. Hier mal im Chart eingeblendet, seht ihr also den Chart des S&P 500 und ich habe ganz einfach nur zwei gleitende Durchschnitte hinzugefügt. Einmal den 200er, einmal den 50er. Das ist natürlich jetzt keine fixe Regel und ihr könnt auch andere Methoden wählen, aber es ist eben eine sehr, sehr simple Variante und hier können wir sagen, immer dann, wenn also der kleinere gleitende Durchschnitt, in dem Falle hier der 50er, oberhalb des langsam laufenderen 200ers liegt, dann steigen die Märkte. Das heißt, das wäre ein gutes Umfeld für einen Trader, um Covered Calls zu machen. Und immer wenn er darunter liegt, dann wäre das kein gutes Umfeld, um einen Covered Call zu machen, wenn man, und ich betone das nochmal, weil wir werden im nächsten Video darauf eingehen, dass es auch andere Situationen gibt, wenn man als trading-orientierter Händler an Covered Calls herangeht. So, jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, wenn aber Moving Averages, das ist doch erwiesen, dass das an sich keine guten Instrumente sind, um danach zu handeln. Und da habt ihr vollkommen recht und deswegen dient uns das Ganze auch wirklich nur als Ampelsystem. Soll also heißen, wir wollen ein System haben, wo wir keinen Interpretationsspielraum haben. Dass wir also sagen, okay, der S&P ist zum Beispiel oberhalb seiner gleitenden Durchschnitte, der kürzere hat den länger laufenden geschnitten, deswegen die Ampel schaltet auf grün und jetzt handeln wir die Strategie Covered Call und suchen entsprechende Aktien raus, darüber sprechen wir noch. Und immer wenn es umgekehrt ist, dann setzen wir die Strategie aus und handeln das Ganze nicht. Somit bringen wir die Wahrscheinlichkeiten,
und ihr wisst, Optionshandel hat sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, eben viel, viel besser auf unsere Seite. Fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Als trading-orientierter Händler wollen wir Covered Call nur dann anwenden, wenn die Märkte am Steigen sind, der Gesamtmarkt am Steigen ist, weil wir dann einfach mehr Aktien finden werden, die ebenfalls steigend sind. Und damit wir keine Interpretationsmöglichkeiten haben, damit wir ein ganz klares Bild haben, ich sage immer spaßhaft, man muss mich nachts um 3 wecken können, mir einen Chart hinhalten können und ich muss innerhalb von einer Sekunde sagen können, long oder short, nutzen wir ein simples Prinzip, zum Beispiel kleinende Durchschnitte und sagen, okay, wenn die nach oben gehen, der kürzere liegt über dem längeren, bullish, wenn die nach unten gehen, der kürzere liegt unter dem längeren, bärisch. So simpel ist es und so können wir uns ein ganz, ganz einfaches Filtersystem bauen, um als Trader Covered Calls zu behandeln. Im nächsten Video werden wir der Frage nachgehen, was ist aber eigentlich, wenn man schon Aktien hat, zum Beispiel in einem Langfristportfolio. Wollen wir dann zur selben Zeit Covered Calls schreiben? Müssen wir da vielleicht ein paar andere Dinge beachten? All das und mehr gibt es im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Wenn ihr zwischenzeitlich Fragen habt, schreibt die mir hier unten in die Kommentare und ich versuche das dann hier im Laufe dieser kleinen Serie immer mehr mit einzubauen. Ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse, beim Handeln, bei allem, was ihr tut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.